Gestern jährte sich ein Massenmord, über den zwar kaum jemand etwas weiß, für die UNO aber war es Völkermord. Hunderttausende, wenn nicht anderthalb Millionen, kamen grausam ums Leben, als das Osmanische Reich 1915 begann, die christlichen Armenier zu vertreiben. Im Schatten des Ersten Weltkriegs wurde damit das Kaukasusvolk Opfer einer gezielten Vernichtung. Die Türkei als Nachfolgestaat aber leugnet diese historische Tatsache. Türkischer Patriotismus will von Völkermord nichts wissen. Geschlossene Geschichtskapitel, geschlossene Weltbilder. Was aber geht uns das an? Nun, dieser sich steigernde Patriotismus ist längst in Deutschland angekommen, wird hier bis in die Schulen getragen. Schüler werden beeinflusst und Lehrer massiv unter Druck gesetzt. Günnar Baltschi, Christian Esser und Herbert Klar über graue Wölfe und grauenhafte Geschichte. Ein Propagandavideo türkischer Nationalisten im Internet. Sie besingen die wahren türkischen Helden. Ihre Feindbilder, Amerikaner, Europäer und Juden. Dargestellt als Hunde. In deutschen Schulklassen ist solch Gedankengut längst angekommen. In Köln treffen wir Lehrer, die aus Angst vor Repressalien nicht offen vor die Kamera treten. Sie berichten über türkische Schüler, die die Klassenzimmer nationalistisch erobern wollen. Die Schüler sprechen von der amerikanisch-jüdischen Weltherrschaft und davon, in den Heiligen Krieg ziehen zu wollen. Immer wieder gibt es auch rassistische Äußerungen gegen Armenier, Kurden, Juden oder Amerikaner. Bin Laden und Saddam Hussein finden die Schüler toll. Und wenn in der Türkei etwas schiefläuft, dann ist immer der Westen schuld. Ich komme in die Klasse und sie rufen, die Türkei den Türken. Die Schüler verlangen dann von mir, dass wir vor dem Unterricht die türkische Nationalhymne singen sollen. Außerdem wollen sie den Eid auf die türkische Nation schwören. Ich habe mich geweigert. Dann haben die Schüler mich bedroht. Das alles lernen sie bei den Grauen Wölfen. Die Grauen Wölfe, eine bundesweit tätige türkische Organisation, die von Verfassungsschützern als rassistisch und extremistisch eingestuft wird. Ihre jugendlichen Anhänger rekrutieren sie auch auf Fußballplätzen wie hier in Berlin. Über Politik darf hier niemand mit uns sprechen. Erst recht nicht die, die das Zeichen der Grauen Wölfe um den Hals tragen. Und da würden wir lieber dem Wort unserem Vorsitzenden lassen. Was bedeuten drei Monde? Könnten wir vielleicht solche politischen Sachen lieber in unserer Gemeinde reden? Wir würden Sie wirklich gern dort einladen, weil wir sind hergekommen, um Sport zu machen. Das ist er, der Vorsitzende der Kicker und vieler Gleichgesinnter, Hüseyin Günisch. Im Kreuzberger Kulturverein, Hort der Grauen Wölfe, gibt er den Ton an. Die Grauen Wölfe haben tausende Anhänger in ganz Deutschland mit extrem nationalistischer Ideologie. Deutsch darf in diesen Räumen nicht gesprochen werden. Das Motto hier, rede türkisch, denke türkisch, lebe türkisch. Und auch die Feindbilder sind eindeutig. Alle haben uns schlecht gemacht. Amerika, Deutschland, die EU, alle, die uns nicht haben wollen. Die ganze Welt erzählt uns, dass wir nicht sind. Also die Türken sind null, nichts, sagen die. Aber sie haben in der neueren Geschichte gelernt, dass die Türken keine Nullen sind. Im Büro von Leitwolf Günisch hängen die Konterfeis der Parteiführer der Grauen Wölfe und die drei Halbmonde, die Kriegsflagge des Osmanischen Reiches. Für den nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz ist klar, die Grauen Wölfe sind eine Brutstätte für Extremismus. Die Bewegung der Grauen Wölfe bietet mit ihrer Gewaltbereitschaft und dem am Führerprinzip ausgerichteten totalitären Strukturen Nährboden auch für islamistisch geprägte extremistische Bewegungen. In mindestens einem Punkt deckt sich die Ideologie der Nationalisten mit der gegenwärtigen türkischen Staatsdoktrin, in der Verfälschung der eigenen Geschichte. Kein Wort über Gräueltaten der türkischen Armee während des Ersten Weltkrieges, als das Osmanische Reich mit dem Deutschen Kaiserreich verbündet war. Im April 1915 wollen türkische Nationalisten einen rein türkischen Staat schaffen. Sie beginnen mit der Ermordung von mindestens einer halben Million christlicher Armenier in der Türkei. Wenn eine Minderheit aus religiösen oder kulturellen oder ethnischen Gründen ausgerottet werden soll und wenn dazu Anstalten getroffen werden, dann ist es Völkermord und das trifft exakt und beweisbar auf den Fall der Armenier 1915 zu. Nur ganz wenige überlebten den Völkermord. Damals Kinder und Jugendliche mussten sie mit ansehen, wie ihre Familien grausam ermordet wurden.
Ein wissenschaftliches Institut zeichnete ihre Aussagen schon vor Jahren auf, um sie der Nachwelt zu erhalten. Ich habe Mütter gesehen, tote Mütter. Ihre Kinder noch an den Brüsten. Wir haben viele Leichen gesehen, aber die Mütter, deren Säuglinge auch im Sterben lagen, kann ich nicht vergessen. Ich habe einen Schlag bekommen. Da habe ich erst gemerkt, dass man uns umbringen wollte. Sie wollten uns vernichten. Als ich um mich sah, sah ich nur noch Leichen, die übereinander und überall ausgebreitet dalagen. Das ganze Feld war voll davon. Alle waren tot. Sie packten die Jungen, einen mit einem Arm, den anderen mit dem anderen Arm, schlugen sie Kopf gegen Kopf, so, eins, zwei, drei. Sie schleuderten sie auf den Boden und sie waren tot. So töteten sie die kleinen Knaben. Ich kann's nicht vergessen. Es würde die Erlösung bringen, wenn das Signal aus der Türkei käme. Das hat nichts mit Wiedergutmachung, nichts mit materiellen Leistungen zu tun. Wenn das Signal käme, jawohl, es ist passiert, es tut uns leid. Doch genau das verweigert die Türkei den Nachfahren der Opfer. Seit Jahrzehnten fordern die Armenier Gerechtigkeit, vergeblich. Jedes Jahr gedenken die armenischen Gemeinden bundesweit des Völkermordes, der am 24. April 1915 begann, auch gestern Abend in Berlin. Die Gemeindemitglieder beklagen einen wachsenden türkischen Nationalismus in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass es wieder zugenommen hat, dass wieder mobil gemacht wird von den Türken zur Verleugnung des Genozids an den Armeniern. Sie kriegen von ihren Eltern gesagt, so war es nicht. Meinetwegen war es sogar andersrum, wird auch sehr oft behauptet. Und dabei bleibt es meistens schon. Vor wenigen Wochen in Berlin. Eine Demonstration türkischer Nationalisten. Sie protestieren, weil der Deutsche Bundestag das Massaker an den Armeniern als Massenmord verurteilte. Sie verlangen, dass darüber nicht mehr berichtet werden darf. Das ist nur eine Lüge, eine internationale Lüge. Und wir glauben, das ist eine europäisch-amerikanische Koalition, eine imperialistische Koalition, die Türkei beschädigen will. Und dann erzählen sie so eine Scheiße, verbreiten sie auf der Welt. Dann brauchen sie nicht wundern, wenn Integration nicht gelingt, ja? Das Feindbild stimmt und liefert den Eiferern das Alibi für mangelnde Integration. Die würde ja auch nur stören im großtürkischen Reich, von dem die Nationalisten träumen, mitten in Deutschland. Seit dem vergangenen Jahr wird in der Türkei mit Artikel 301 die Erniedrigung des Türkentums unter Strafe gestellt. Geschichtsaufarbeitung befördert das nicht wirklich. Und der Hinweis sei dann doch erlaubt, die Aufnahme in die Europäische Union auch nicht.